Millionen Rentner warten auf ihre neue Rente. Warum bekomme ich meine höhere Rente immer noch nicht ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Bei mir auf Rentenbescheid24.de türmen sich im E-Mail-Postfach wirklich die Anfragen. Es geht um das Thema, wann bekomme ich endlich meine höhere Rente wegen der Rentenerhöhung 2023 ausgezahlt? Ich habe sie immer noch nicht bekommen. Es ist Anfang Juni. Ich denke, am 1. Juni startet die Rente. Was ist da eigentlich los? Können Sie mir bitte helfen? Können Sie uns bitte helfen? Meine Damen und Herren, das Thema ist relativ einfach, relativ klar. Das hängt mit der Fälligkeit der Zahlung der Rente zusammen. Und dieses Thema, um was es hier heute geht, machen wir nur ganz kurz, betrifft alle EM-Rentner, alle Altersrentner und alle hinterbliebenen Renten, die eine nachschüssige Fälligkeit haben der Rente. Das heißt also, die Rente wird zum 31. Juli 2023 für den laufenden Monat Juli dann gezahlt. Und genau hier liegt der Grund. Die Renten, die nachschüssig gezahlt werden, werden Ende des Monats Juli gezahlt und damit bekommen alle Rentnerinnen und Rentner, die auch ein Anrecht haben auf die Rentenerhöhung, die ja zum 1.7.2023 gilt, die Rente und die höhere Rente erst zum 31.7., also am Ende des Monats Juli ausgezahlt. Und ich habe mir mal erlaubt, dazu noch einen Beitrag hierzu zu machen auf rentenbescheid24.de. Da können Sie es bitte mal nachlesen, und zwar unter Aktuelles hier, warum viele Rentner die Rente nicht, die Rentenerhöhung noch nicht erhalten haben. Rentner warten auf ihre höhere Rente. Da habe ich das alles nochmal ganz klar dargelegt, was jetzt hier eigentlich tatsächlich los ist. Im Regelfall müssen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Die einzigste kleine Sauerei, die es hier noch zu bemerken gibt, ist, dass diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die ihre Rente nachschüssig gezahlt bekommen, praktisch de facto um einen Monat Rentenerhöhung betrogen werden. Denn die Rentenerhöhung kriegen sie ja erst Ende Monat Juli ausgezahlt und nicht am Anfang Monat Juli. Die Rentenerhöhung tritt ja ab 1.7.2023 in Kraft. Das heißt also, denen fehlt de facto ein Monat Rentenerhöhung. Diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die die Rente vorschüssig erhalten, also für den Monat Juli, Ende Juni 2023, die haben Glück, die bekommen die Rentenerhöhung sofort ab dem 1. Juli 2023 ausgezahlt. Also, aber im Normalfall müssen Sie sich alle keine Sorgen machen. Wer seine Rentenerhöhung spätestens Ende Juli, Anfang August immer noch nicht ausgezahlt bekommen hat, es da auch keine Änderung im Kontoauszug geben sollte, bitte melden Sie sich bei Ihrer Rentenversicherung, fragen an, was da los ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie, wie immer, habe ich ja nochmal dargelegt, auf rentenbescheid24.de. Gucken Sie bitte unter Aktuelles nach. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und einen super Rentenbeginn für den Monat Juli 2023. Ciao!